Willkommen zurück zur VfL Osnabrück-Karriere. Heute Spieltag Nummer 15 in dieser Saison. Auswärts beim Tabellen-16. bei den Würzburger Kickers. Und nachdem man letzte Woche 0-3 gegen Karlsruhe hatte, am Montag, geht heute am Freitag schon weiter in Würzburg. Deswegen der Kader noch nicht ganz frisch. Wir werden das gleich nochmal rotieren, natürlich, weil wir es müssen. Ihr seht, der Kader ist sehr, sehr platt. Deswegen werden wir heute rotieren. Wehrmann wird spielen für Ziereis, Trapp für Nauber, Henning da für Tafazofer ran. Vollmann darf natürlich ebenfalls für Reiz ran. Da in Gangkamp kriegt eine Pause, dafür startet Poirier von Anfang an. Gangkamp kommt irgendwann auf die Bank immerhin. Ja, und dann ist die Frage, was machen wir noch? Bringen wir auf die Bank, ja. Rizzuto könnte nochmal für Kiewski spielen. Ja, Kiewski muss rechts spielen für Sessa. Jetzt ist auch angeschlagen, so ein Dreck. Ja, wir müssen wieder was so reingehen. Schmidt muss spielen. Und in links wird dann die große Frage, wie wir das am besten managen. Das wird die große Frage sein, wie werden wir linksverteidigungstechnisch reagieren. Werden wir Netz noch spannen? Kiedijewski, wir machen es mal. So, wir werden mal so nach Würzburg fahren. Werden hoffen, dass da heute was geht. Es ist bedeckt. Ne, schau, dann sagt Janik Zöckler, ist der Schiedsrichter, die Würzburg. Unsere Ausstellung habt ihr jetzt gerade gesehen. Ich gebe es hier nochmal Körper im Tor. Dann Cesar heute hinten links. Beziehungsweise Cesar dann hinten rechts. Rizzuto darf dann links hinten verteidigen. Trapp und Wehrmann in der Innenverteidigung. Henning auf der 6. Bevollmann und Schmidt auf der 10. Dada rechts, Poirier, C, Stürmer und Garcia links im 4-3-3. Würzburg im 4-4-2 mit Giefer im Tor. Dann Ronstadt, Schwers, Everton und Falk Viererkette. Dann Sontheimer und Hoffmann davor. Flecker rechts, Hermann links und Matratz und Baumann im Sturm im 4-4-2. Und damit gehen wir rein nach Würzburg in Flyer Alarm Arena. Zu einem wichtigen Spiel diesem Freitagabend. Für uns. Denn wir werden hier heute eigentlich punkten müssen. Da sehen wir es, Manuel Mrazek, der drei Tore jetzt drei Spiele erzielt hat. Also auch auf ihn ist ein bisschen der Fokus gerichtet heute in Würzburg. Und wir müssen an diesem 15. Spieltag in der Feierabend-Arena hier was holen, um nicht immer mehr Richtung Abstiegskampf zu rutschen. Was wohl natürlich auch wieder das Ziel sein wird, ist im Mittelfeld. Der Vorstand wird ja aufsteigen, aber das, ja, das glaube ich, braucht man jetzt keine Worte machen. Das ist längst weg, das Ziel. So nicht. Und damit ist vor allem der Fokus. Und damit würde ich sagen, gehen wir rein. Auf geht's. Würzburg stößt an. Mit Baumann, Imrats, Hofmann, Sontheimer, langer Ball, Imrats, nach außen, Hermann, gut dazwischen, aber wir kommen wieder nicht an den Ball komplett ran. Jetzt auch nicht, doch, jetzt sind wir mal im Ballbesitz und kriegen den Ball trotzdem nicht und haben ihn dann doch, Sessa, gegen Hermann, Einwurf für uns. Glück gehabt, dass er den Ball nicht und sich selbst ins Aus spielt. Einwurf, so. Trapp mit Henning, der sich zurückfallen lässt auf die Innenverteidigung. Vollmann auf Beermann, der auf Niklas Schmidt, der auf Henning, der findet Bourrier. Der durchgesteckt auf Garcia. Garcia 1-0 für Osnabrück, 19. Minute.
Der Neuzugang. Manuel Garcia, glaube ich, ist es. Der uns hier in Würzburg Erführung bringt, nachdem er stark gespielt ist. Lässt Garcia sich da nicht lumpen. Schlägt ein. Rafael Garcia ist es mit dem 1:0 und seinem ersten Saisontor. Zeigt, warum man ihn geholt hat. Wichtig. Was? Hofmann. Sontheimer. Hofmann. Flecker wieder ins Zentrum. Baumann. Die Hofmann. Ending gut dazwischen. Mit Poirier. Oh, schlechter Ball von Poirier da. Schweres, guter Ball. Rizzotto ist dazwischen. Schmidt wieder auf Garcia. Garcia gegen zwei. Flanke kommt auf die langen Pfosten. Ist der Möglichkeit, aber die Möglichkeit, aber Hermann klärt zum Eckball. Eckball von Schmidt. Gefährlich, Poirier. Henning nochmal abgeblockt. Schmidt kommt nicht ran, Feig. Hermann, Konterchance Würzburg. Langer Ball auf Flecker. Der ist natürlich deutlich schneller als die Osnabrücker Innenverteidigung. Körper ist aber da. Kommt raus, macht das stark. Nach 20 Minuten. Es gibt 11 Meter. Das kann doch nicht wahr sein. Er hat doch... Also wenn das... Es gibt 11 Meter. Für Würzburg. Puh. Marz gegen Körber. Und Marz schießt die drüber. Riesenchance für Würzburg. Marz schießt drüber für die Kickers. Körber wäre zu spät geflogen. Aber drüber. Wichtig. Für Osnabrück, dass es hier immer noch 0:1 steht. Körbers langer Ball jetzt Richtung Dardai. Kopfball. Vollmann macht den Ball fest. Wichtig. Mit Schmidt, mit Vollmann. Zurückgelegt mit Henning, mit Trapp. Wieder Vollmann. Wieder Schmidt. Garcia. Auf Rizzuto. Rizzotos Flanke, Kopfball Poirier, 2:0 für den VfL Osnabrück in der 25. Minute. Ganz, ganz stark. Effizient ist der VfL Osnabrück hier heute. Poirier mit dem Flugkopfball da zum zweiten, auch für ihn sein erstes Saisontor. Wichtig. 2:0 Führung in Würzburg. Wichtig. Hofmann. Langer Ball. Baumann zurückgelegt auf dem Rats. Henning ist bei ihm. Und dann kriegen wir doch an den Ball. Beermann. Rizzotto. Garcia, Rizzotto. Franke. Rizzotto. Und dann gibt es einen Wurf. Der Adai beim Einwurf, wohin? Mit Dingens und Dardai. Der Schlenzer. Giefer greift zu. Keine die Gefahr, aber immer wieder ein Abschluss. Wichtig für uns. Langer Ball kommt. Kopfball. Und Cesar ist da. Mit Henning. Mit Schmidt. Oh, der Ball für Poirier da nicht gut. Hofmann ist dazwischen für Würzburg. Sontheimer. Auf Baumann. Guter Ball. Schuss
neben den Kasten. Görbers, langer Ball. Bourrier, Kopfballduell gewonnen, zurückgelegt für Qualmann, der für Sessa. Der zurück, Sessa. Ins Zentrum Henning, Schmidt. Und Garcia, zu lang für Bourrier, schade. Aber das sind die Ideen, die heute kommen, das ist okay hier in Würzburg, stark. Schmidt, Kopfball gibt sogar Freistoß für Würzburg, gepfiffen. In dieser Phase der Partie. Damit geht der Freistoß. Henning, Schmidt, Bourrier, Datei, Ballverlust, Hofmann. Hofmann, da ist Sontheimer. Seitenwechsel, Baumann, da ist Gutshold oder dazwischen. Bourrier kann den Ball nicht festmachen, leider. Sontheimer. Schwers, langer Ball, Bärmann. Und dann ist hier Halbzeit in Würzburg und wir führen 2-0 in Würzburg. Wichtig. Düsseldorf zur Pause 1-0 gegen Hannover, Darmstadt 0-0 gegen Paderborn, Augsburg 1-1 gegen Pauli, Aue führt 2-0 gegen Karlsruhe. Wir führen 2-0 in Würzburg und wir werden zur Pause schon das erste Mal wechseln, doppelt wechseln werden wir schon mal. Schmidt geht raus, dafür kommt Blacher an die Zentrale in die Partie und Sessa würde ich ganz gerne rausnehmen. Frage nur für Kiewski, ja werde ich wohl müssen. Ich habe nichts anderes da. Kiewski kommt für Sessa und dann geht's rein in den zweiten Durchgang mit dem zweiten Doppelwechsel. Und jetzt mit dem Maßstab hier dieses 2-0 in Würzburg. Entspannt nach Hause zu spielen und mitnehmen nach Niedersachsen. Bourrier, Ballverlust an Everton. Mraz. Baumann. Hoffmann. Flecker. Zurückgelegt. Ronstadt. Guter Zwischen. Garcia. Rizzuto. Beermann. Trapp, Kiewski, starker Ball mit Dardai, mit Vollmann, mit Dardai, mit Bourrier, gut gemacht von Marvin Bourrier, Marvin Bourrier, Marvin Bourrier zurückgelegt, kein Eigentor, weil das dann zu lange braucht, um überhaupt zu legen, weil wir sind dazwischen, Blacher, Vollmann, Bourrier. Bourrier drumrum. Marvin Bourrier aus spitzem Winkel. 3-0 für Osnabrück in Würzburg. 57. Minute. Der VfL Osnabrück zeigt sich eindrucksvoll nach dem 0-3 vom Montagabend gegen den KSC erholt. Und wie? Damit sollte hier heute mit diesem Auswärtssieg eigentlich alles unter Dach und Fach sein. Baumann für Würzburg nochmal. Stark dazwischen. Flecker zurückgelegt. Dann ist das Schwers. Schwers. Langer Ball nach außen, nicht Seiten aus. Einwurf für Osnabrück nach gut einer Stunde. Stellt es 3-0, wir führen wichtig. Rizzuto, zum Beispiel, so wie ich mir das vorstelle, also ich glaube, wenn das wieder heute passt, werde ich es auch in der kommenden Saison oder im kommenden Spiel so ausprobieren, ob es dann mit der Bestposition auch so gut funktioniert. Sontheimer,
Ja, Abschluss von Baumann im Abseits. Freistoß durch Trapp. Schöner Ball, Henning. Blacher. Vollmann. Kiewski. Dardai. Dardai ist Flanke. Kuriers Kopfball. Aber keiner. Das ist wichtig. Die Lexi sagt, Jungs, das geht so weiter, 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 alles weiter hier. Das ist richtig gut. Und die Schwer ist für Würzburg mit dem Chipball auf Sontheimer. Sontheimer auf Nikolov. Der hat eingewechselt. Nikolov für Sontheimer. Der versucht halt, wechselt aber abgeblockt. Der Ball landet bei Baumann. Der legt ihn nochmal zurück. Nikolovs Chipball. Und dann Pietrizzotto. Kiosko. Vollmann. Vollmann legt sich etwas zu weit vor, hat aber das Glück, behauptet den Ball. Vollmann. Guter Ball in die Mitte. Pourier. Nicht das 4-0. Vollmann aber im Nachschuss mit dem 0-4. In der 73. Und damit ist der Deckel endgültig drauf. Sein erstes Saisontor. Für den VfL Osnabrück. Baumann. Baumann zurückgelegt. Everton. Sontheimer. Baumann. Hofmann. Aber Ritoto stark gemacht mit Körber, der jetzt was geschickt macht. Wieder für Ritoto. Henning. Vollmann. Pourier. Wenn einer Bock hat, dann ist es Marvin Pourier. Der wunderschöne Ball. Blacher kommt nicht ran. Ball. Ehrmann. Und dann gibt es Freistoß für uns. Lodric kommt für Würzburg. Hofmann. Trapp für Garcia. Spitzer Winkel, Giefer. Langer Ball nach außen. Nikolov. Abseits. Gepfiffen. Kiewski. Kurzer Ball. Trab. Kiewski. Vollmann. 5 Minuten noch. Jetzt heißt es natürlich Kräfte schonen. Und hier irgendwie dieses 0-4 nach Hause spielen. Und zeigen, dass man sich erholt hat. Und wenn einer Bock hat, dann ist es dieser Mann, Marvin Pourier. Henning. Dardai. Dardai. Gegen Everton. Zu verspielt. Dardai dann. Nikolov. Flecker. Guter Ball nochmal da. Auf Hermann, der mit Tempo. Hermann, und dann ist hier nämlich Schluss nach 91 Minuten, weil Hermann nicht abschließt und dann sie gestellt wird und der VfL Osnabrück am Ende gewinnt. Hochverdient mit 4-0 hier in Würzburg und stellt damit eindrucksvoll unter Beweis, dass sie wieder da sind und dass auch dieser zweite Anzug sehr gut sitzt. Marvin Pourier natürlich Man of the Match. Düsseldorf 1 gegen Hannover, Darmstadt 1-1 auch. Mit diesem Sieg springen wir auf Platz 8 vor 22 Punkte. Und wir
werden dann mal nochmal in die Spieltage schauen. Hier am 26. nämlich. November geht es gerade weiter mit Karlsruhe Aue 03, Würzburg, Osnabrück gesehen 04 sogar. Augsburg verliert 3-2 bei St. Pauli. Erste Niederlage der Saison für Augsburg. Darmstadt 1-1 gegen Paderborn. Düsseldorf 1-1 gegen Hannover. Und dann am 27. noch Nürnberg gegen Stuttgart. Braunschweig in Ingolstadt. Dresden empfängt 2000. Heidenheim in Wiesbaden. Da schon nicht mehr. Nur noch die drei Spiele da. Und dann ist noch ein Montagsspiel. Sonntag dann kein. Interessant. Wir gehen nochmal ein bisschen voran. Nehmen wir das Training nochmal mit. Simulieren das natürlich. Dann noch einmal einen Tag voran an den Dienstag. Wir werden dann noch auf die Ergebnisse schauen an diesem letzten November-Spieltag am 15. Nürnberg, Stuttgart 0-2, Ingolstadt, Braunschweig 0-2, Dresden, Sandhausen 0-2 und Heidenheim gewinnt 2-1 in Wiesbaden. Damit Tabelle nach 15 Spielen auf Tabellenführer mit 2 Punkten vor Stuttgart, Düsseldorf 3, 29 Punkte, 4. Nürnberg 24 Punkte, dahinter 25 Punkte, Hannover und Sandhausen auf 5 und 6, dann Paderborn auf der 7 mit 23, wir auf der 8 mit 22, 9. Darmstadt 21, Heidenheim 20 Punkte, Braunschweig 19, 11, St. Pauli 18 Punkte. Aue 63 Punkte 13. Karlsruhe 15 Punkte 14. Wiesbaden 12 Punkte 15. Würzburg 16. 11 Punkte. Ingolstadt 9 Punkte bin Vorletzter und Dresden mit 2 Punkte den letzten Tabellenplatz. Und wir werden in dem Teil dann den Part beenden. Ich sage danke fürs Zuschauen, hoffe, er hat euch gefallen. Wenn ihr das gerne da wohnt, Abo da, dann sehen wir uns im nächsten Part zum 16. Spieltag im Dezember gegen Palim Palim gegen den FC Augsburg. Na prima. Aber okay, bis dahin, bleibt gesund, haut rein. Und ciao!